So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. In einem der letzten Videos habe ich diese Samyang-Soße probiert. Ihr kennt vielleicht die ganz normale schwarze, ihr kennt die rote, ihr kennt die Carbonara, vielleicht kennt ihr die Mayonnaise, vielleicht kennt ihr sogar die Chipotle-Mayonnaise. Habe ich alle getestet, jedes Ding hat sein extra Video bekommen. Und auch diese Soße, das ist die Samyang Buldak Sriracha Soße. Die fand ich aber nicht so gut. Die war ja leicht scharf, so richtig reingeknallt hatte ich nicht. Ich finde die anderen Samyang Soßen alle irgendwie schärfer. Und dann hat die nicht so eine typische Essignote gehabt, so was Bissiges. Was du normalerweise bei den Sriracha Soßen hast. Du hast aber diesen leicht erdigen Geschmack gehabt, der bei den Sriracha Soßen immer aufkommt. Weil ich die jetzt recht mild wahrgenommen habe und ich die zu Nuggets probiert habe und Nuggets vielleicht auch nicht das Beste ist, um irgendwelche Samyang Soßen zu testen, habe ich mir gedacht, ich habe noch ein Päckchen von diesen Samyang It's Noodle Plain Noodle Only Tütchen, use it anytime. Also jederzeit kannst du dir einfach nur ein blankes Päckchen Samyang-Nudeln machen. Die gab es auch mal im Fünferpack. Da ist keine Soße dabei. Du kannst dir eine beliebige Soße dabei machen. Und ich habe alle anderen Flaschen ja auch schon mal probiert und getestet. Wenn ich mir die einfach über irgendwelche Samyang-Nudeln gekippt habe oder irgendwelche Schupfnudeln oder Spätzle. Und diese möchte ich jetzt mit diesen Samyang-Nudeln testen. Ich mache mir dieses Päckchen jetzt warm in eine Schüssel rein und kipp mir den ganzen Bottich Soße drüber und versuche das dann hier im Video zu essen. Das war sehr flüssig, das fand ich auch nicht so gut, konnte es auch nicht richtig portionieren, aber das machen wir jetzt erstmal für das Video. So, ich bin wieder zurück. Die Nudeln sind jetzt fertig. Das ist die eine Packung, die habe ich jetzt gemacht hier in der Schüssel. Wenn man genau hinguckt, dampft das auch noch ein bisschen. Ich habe mir die jetzt halt mit dem Wasserkocher schnell Wasser drüber ein bisschen ziehen lassen. Ich mag die ja immer, wenn die noch relativ bissfest sind, wenn fast das ganze Nudelnetz immer noch zusammenhängt und nicht, wenn die so klatschweich und matschig sind. Dann wollen wir mal gucken, wie das jetzt aussieht. Wir stellen das jetzt extra mal so hier runter, dass ihr direkt hier drauf gucken könnt. Wir schütteln nochmal die Soße. Das ist bestimmt wieder eine richtig dumme Idee. Dann kippen uns jetzt die ganze Flasche von der Soße hier drauf. Weil ich weiß nicht, zu was ich das noch essen soll. Und ich möchte die Soße auch nicht wegschmeißen. Also machen wir uns jetzt hier einmal eine schöne Samyang Sriracha Suppe. Suppe, die zu 90% nur aus der Soße besteht. Dann ist die Flasche nämlich leer, dann kannst du die ausspülen. Jetzt ist hier ein Tropfen drauf gegangen. Oh, aufs T-Shirt auch noch, wie ich gerade sehe. Und so kannst du das dann machen. Das ist die Sriracha. Fürs Thumbnail vielleicht. Guckt euch das an, wie das aussieht. Jetzt müssen wir es wieder hochschrauben. Ich kann es euch aber nochmal von hier zeigen. Da ist jetzt die ganze Flasche von der Soße dran, das schwimmt richtig. Die Nudeln sind auch noch ein bisschen feucht gewesen. Da ist auch ein bisschen Wasser dran gewesen. Ich habe versucht, aber alles abzukippen, dass da nicht groß was übrig bleibe. Machen wir das jetzt hier rum. So, wenn ihr schon mal Samyang gegessen habt, wisst ihr ja, die Samyang-Nudeln sind ja sehr scharf. Egal welche Sorte, es gibt eigentlich kaum nicht scharfe Samyang-Nudeln, die variieren natürlich alle ein bisschen, aber an sich ist Samyang immer eine Note für was Scharfes. Jetzt haben wir hier den ganzen Bottich mit den Mehlwürmern da drin. Das sieht doch richtig stark aus. Beim Thumbnail weiß ich halt immer nicht, deswegen hauen wir es nochmal so rein, dass man das halt irgendwie sieht. Ich muss dann immer 100.000 Mal mir das ganze Video angucken, auf der Suche nach einem Thumbnail. Jetzt nehmen wir mal einen Faden hier raus, schlürfen den mal kurz rein, gucken mal, ob man es überhaupt essen kann. Also das Essigartige, was ich erst nicht hatte und gemerkt habe, das merke ich jetzt ganz deutlich.
Da kommt auch richtig was im Rachen hoch an Schärfe gerade. Also wenn du dir die ganze Flasche dran machst, dann merkst du die. Oh, und merkst du die definitiv. Ich wollte aber probieren, ob ich jetzt die ganze Schüssel essen kann. Das werde ich vielleicht wieder im Zeitraffer machen und mir hier ein bisschen durchfuchsen. Schluck auf, ist eine ganz natürliche körperliche Reaktion, gerade auf scharfes Essen. Und die ist auch jetzt wirklich scharf in der Menge. Aber wir haben es geschafft. Die Schüssel ist leer. Also die Nudeln sind definitiv gegessen. Wir haben jetzt hier noch Brühe drin. Wir können ja gucken, ob wir die Brühe noch trinken können. So, die Brühe ist auch fort, die haben wir jetzt auch getrunken, ist auf jeden Fall würzig, ist auf jeden Fall scharf, haut auf jeden Fall rein, aber trotzdem finde ich geschmacklich die leider am schlechtesten. Die anderen Samyang-Soßen haben mir einfach besser gefallen, die Originale waren noch richtig toll, die Extremely Spicy, die Rode war auch richtig gut. Das war das andere, achso, Chipotle, aber das war ja wieder Mayonnaise, an die musste ich mir erst gewöhnen, weil die so kräuterlich war. Ja, fand ich, glaube ich, sogar im Endeffekt besser dann, als die normale Mayonnaise. Aber die hat irgendeinen komischen Geschmack, ich kann es nicht genau beschreiben. Deswegen ist das für mich Ding, die würde ich jetzt nicht nochmal kaufen. Die würde ich euch auch nicht empfehlen, außer wer unbedingt Samyang-Liebhaber ist. Und das alles mal testen möchte, das war's. Von meiner Seite aus, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses.